Ich habe eine neue Lampe gekauft zum Beleuchten, weil das hier drin, selbst wenn das Licht an ist, wie gerade, sehr dunkel immer ist. Und das Lustige ist, die hat verschiedene Farbeinstellungen. Wenn ich die auf grün stelle, dann kann ich sowas machen. Ne, aber kann man hier auch. Ja, auf Gelb stellen. Oder auf Rot und Violett. Oder auf Blau. Und wieder auf Grün. Okay, gucken wir mal, was nehmen wir denn da? Nehmen wir mal das Gelb. Und ich das direkt mich damit anscheine, dann bin ich viel zu hell. Aber wenn ich das so auf die Tischplatte mache, dann habe ich genau die richtige Beleuchtung, glaube ich. Es sei denn, das Ding fällt um, wie es das gerade gemacht hat, aber mit Lampen, die mir umfallen, kenne ich mich ja aus. So. So, jetzt kann man mich einigermaßen klar erkennen. Ist der Hintergrund gut ausgeschnitten? Ja, okay. Gut, dann wollen wir mal gucken, ob wir heute von Käfern umgebracht werden. Ja. Ist doch wieder grün, oder? Ja, naja. Geht aber. Sieht eigentlich sehr rot aus. Meine Haut ist einigermaßen hautfarben. Ein Pickel auf der Nase sieht man auch nicht. Okay. Okay, da sind wir wieder. Guten Tag und herzlich willkommen bei einer weiteren Folge Stadtfilmabend. Ja, wir haben ein kleines Insektenproblem hier. Ein winzig kleines Insektenproblem. Wir haben hier so riesige Bohrinsekten, die sich durch Mauern graben. Und hier ist schon was eingestürzt. Das hat aber leider keine Insekten kaputt gemacht. Ja, und nun ist die Frage, was passiert, wenn die sich früher oder später hier durchgraben? Und ob wir nicht Notfallpläne für die Tiere und vielleicht einen zweiten überdachten. Vielleicht sollten wir das hier alles aufgeben. Vielleicht sollten wir dieses ganze Gebiet aufgeben, hier eine fette Mauer bauen und dann dafür hier unten so ein überdachtes Feld machen. Vielleicht wäre das eine Idee, wo wir dann die Dinger hier. Da haben wir hier noch irgendwas. Können wir hier noch irgendwas? Ja, nee, gut, das ist halt eine Verbindung hierzu. Das ist ungünstig. Hier ist alles zu nass. Ja, das müssen wir schon hier machen. Das ist ein bisschen. Das sorgt für längere Wege. Es sei denn, wir bauen hier vielleicht eine Tür hin. Dann aber eine Doppeltür. Das ist auf jeden Fall eine Idee. Das können wir machen. So, bauen wir hier erstmal eine Tür aus Stahl. Zapp, zapp. Und dann hier unten vielleicht müssen wir aber Markus seinen Meditationsplatz wegnehmen und den dafür dann, keine Ahnung, meinetwegen hier, so, da kann Markus meditieren. Okay, ja, machen wir erstmal das hier. Dann brauchen wir hier, also dann müssten wir hier durchbauen, hier eine Mauer bauen oder am besten hier eine Mauer bauen. Warum machen wir das nicht? Hier ist sowieso und dann haben wir die ganzen Fallen hätten wir abgeschnitten. Und selbst wenn die sich da durchgraben. So, mal gucken. Zone, Leute in. Zone löschen. Wo sind wir denn gerade? Was ist denn hier gerade? Tiere? Tiere in. Okay, Arbeit. Architekt. Tiere in. Ah. Tiere in. Zap. So.
Cool, Nussi baut hier. Kühlschranktüren, sehr gut. Haben wir genug Marmor übrig? Nicht genau genug, aber über kurz oder lang werden wir das hier wohl hinbekommen. Leute innen machen wir auch mal hier. Ach, da oben, das ist so. Das ist so schade hier um dieses Zeug. So, Leute in Tiere in Hof ist hier auch schon weg. Gut. Mechanoiden-Cluster-Vermeidung. Können wir hier mal. Sind zwar keine Mechanoiden, aber er läuft hier rum. Nuno pflanzt in voller Schutzausrüstung Heu. Reis. Okay. Fertige Maschinenpistole. Ja. Sektkolonie hat sich vermehrt. Okay. Was essen die eigentlich? Die müssen doch irgendwas essen hier. Dacheinsturz. Folgende Dinge wurden von herabfallenden Trümmern erfasst: Höhlenkäfer, Riesenskarabäus, Riesenspinne, Insektenkolonie, Insektengelee, Leuchtkapsel. Sehr gut. Okay. Oh wow, okay. Vielleicht erledigen die sich doch von alleine die Käfer hier. Wer weiß. So, wir brauchen aber Handwerker. Handwerker, alle auf Handwerk geschaltet. Okay. Warum meditiert Markus hier? Markus soll hier draußen meditieren. Wo war das? Da, das ist Carsten? Carsten ist. Seit wann ist Carsten Meditations, Bedarfhaber? Okay. So. Ist die Frage, ob wir hier eine Tür reinmachen wollen? Vielleicht nicht direkt hier, sondern hier. Oh, Nussi hat das alles sehr sch. Oh Gott. Okay, also.
Hier sauber machen braucht Bench nun nicht, sagen wir mal. Und hier schon gar nicht. So. Und die Tür machen wir erstmal dicht. Mal die Milch hier reintragen. Mach ich in die Fresse. Okay, wir brauchen noch ein neues Gebiet. Können kein neues Gebiet mehr machen, okay. Dann machen wir aus Fleischfresser Fütterungszone, machen wir dann mal Tiere in Sicherheit, nennen wir das mal. Und da machen wir dann nur die. So, machen wir hier mal in den Stall rein. Und hier rein. Und Dacheinsturz. Folgende Dinge wurden von herabfallenden Trümmern erfasst. Insektenkolonie, Insektengelee. Kann mal einer hier Steine machen? Will kein Handwerker sein. Nussi will kein Handwerker sein. Wir brauchen Marmor. Oh, shit. Ich kann mal raus in den Hof gehen, dann muss ich mir nicht so viele Sorgen um euch machen hier, glaube ich. Hungernde Tiere? Oh boy, oh boy, oh boy. Das geht da gleich los und die kommen hier durch, aber dann ist hoffentlich die Mauer fertig hier. Und dann laufen die in die ganzen Fallen rein. Noch ein Dacheinsturz oder was? Noch ein Dacheinsturz.
Eieiei. Nunu fragte Markus nach einer Auszeit. Nunu und Markus haben ihre Beziehung beendet. Markus wird seinen Nachnamen wieder in seinen Geburtsnamen ändern. Sag mal. Okay. Was ist denn da los? Waren die nicht schon verheiratet? Ex-Frau. Oh, wow, minus 90. Okay, irgendwas ist da vorgefallen. Weil Markus und Woody sich über Frisuren unterhielten? Oder weil Bench und Markus über Liebhaber redeten? Warte, 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 warte. Naomi beleidigte unterschwellig die Hände von Markus. Darum wird es nicht gelegen haben, denke ich mal. Oh, siehst du, jetzt die Mauer ist fertig wenigstens. Das ist ja schon mal was. Markus Hayden? Also den Namen habe ich ihm nicht gegeben. Vielleicht der falsche Markus, keine Ahnung. Sub. 29, okay. So. Plop. Was ist das hier? Schmerzblockade, okay. Naja, das ist jetzt bestimmt sehr hilfreich. War vielleicht keine so gute Idee, die einfach zu ignorieren, solange sie noch nicht in unserem Bereich sind, aber it is, wie es ist. So, wer schläft denn jetzt eigentlich wo? Kerstin, Carsten, Frei, Ratte, Markus hat das kaputte Zimmer jetzt hier. Nuno hat sich in einen von den neuen eindrucksvoll, okay. In einen von den neuen hier, in eine neue Schlafbaracke. Verzogen. Was ist denn mit der Schildkröte? Warum isst du nichts, Schildkröte? So. Ah, siehst du. Jetzt kommen die gleich hier durch. Ja, Markus ist. Siehst du, geil. Mal gucken, was jetzt passiert. Nichts! Ah, doch. Also kriegen wir die nicht tot, wenn die nur einmal alle paar Stunden ums Eck gucken und dann gleich wieder abhauen. Ah, sehr gut.
Wow. Oh nein! Okay, gut. Jetzt müssen wir leider alle die Mögen holen zum Schießen hier. Ja. Weil jetzt kommen die gleich hier an. Ah. Nussi. Inselbegabung. Die Verletzung des Gehirns von Ratte hat dazu geführt, dass er das seltsame Inselbegabungssyndrom entwickelt hat. Okay. Oh je. So schnell kann's gehen. Oh nein, nicht Hirschkuh. Irgendwie. Irgendwie ist der Hintergrund nicht grün genug. Es wird nicht alles ausgeblendet hier. Aber das ist jetzt nicht wichtig. Wichtig ist, dass wir gerade zerhäckselt werden. Nicht Naomi überlebt als einzige hier. Naomi und Theresa machen dann ihre eigene Basis. Mit Blackjack und Nutten. Kann Naomi Nussi retten? Oh nein, nicht Steinbock. Oh nein, nicht Lemon. Wow. Okay. Mysteriöser Fremder. Wo immer es Ärger gibt, taucht der mysteriöse Fremde auf. Wird er das Problem in diesem Gebiet lesen können? Bin gespannt. Bin gespannt. Koch.
Koch hat einen Revolver dabei, also ich glaube nicht, dass das reichen wird. Koch mag uns alle nicht so besonders gerne, ist ein junger Kultist und Viehzüchter, neurotisch und freundlich. Haruto Koch, okay. Irgendwie einen Hut auf der Schulter. Oh mein Gott, der sieht aus wie Jonah Hill. Es scheint mir nicht so, als ob Koch das lösen könnte. Oh, Truthahn ist tot. Oh je. Uff. Und Kuh ist tot. Macht es das besser? Weiß ich nicht. So, versuchen wir das mal. Oh nein, junge Geiß. Uff. Das ist mehr so Benny Hill Sketch hier. Okay. Kerstin! Bei Grabtas Hammer, bei den Söhnen von Vorwenk, du wirst gerecht werden. Das sieht alles nicht mehr so besonders gut aus hier. Carsten tot, okay. Oh wow. Wow. Jefim tot. Wundinfektion. Junger Stier tot. Bench ist tot. Steinbock ist tot. Buffalo ist tot. Chi ist tot. Nuss ist tot. Jetzt wird uns auch noch Stromversorgung, Markus ist tot. Stromversorgung kaputt gemacht. Hengst ist tot. Ah ne, Heiko. Noch ein Muffalo ist tot. Noch ein Hirsch ist tot. Noch ein Muffalo ist tot. Und Woody ist tot. Und Dia ist tot. Und Alpaka 1 ist tot. Und junge Hirschkuh ist tot. Mufflo 1 ist tot. Die machen wirklich alles kaputt! Sie für Sachschäden anrichten hier. Ratte ist auch tot. Jupiter. Nuno ist tot. Noch ein Hengst ist tot. Koch ist tot. Naomi hat als letzte überlebt. Naomi lebt noch. Naomi ist noch am Leben. Oh nein, nicht Schildkröte. Naomi ist am Leben und hier Theresa kriegt von all dem nichts mit. Ja.
Warum ist hier kein Essen? Ja, auf die nächste Mahlzeit wirst du noch ein wenig warten müssen, scheinbar. Was für eine Zerstörung. Und Naomi ist tot. Ja, alle sind tot oder fort. Diese Geschichte ist zu Ende. Vielleicht findet jemand anderes einen Nutzen für diese Ruinen. Nicht mit den ganzen Käfern. Okay, so viel dazu. Das war wieder eine tolle Folge. Ich überlege mir, wie es beim nächsten Mal weitergeht. Entweder schummeln wir die weg oder wir fangen neu an. Mal gucken. Schauen wir dann mal. Aber die Folge für heute hat einen natürlichen Endpunkt erreicht, werde ich mal sagen. Und ja, wenn euch diese Folge gefallen hat, bitte, sofern ihr nicht tot seid, like dieses Video und schreibt einen Kommentar und vielleicht subscribe dem Kanal. Kann das nächste Mal nur besser laufen als heute, glaube ich. Okay, dann bis denn. Auf Wiederhören.